Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Wir blicken zurück auf das, was ich in der letzten Woche gelesen habe. Und ja, es sind tatsächlich sage und schreibe 3 Bücher geworden. Ich freue mich darüber sehr, vor allem weil zumindest 2 davon wirklich sehr, sehr gut waren. Welche das sind, ne? Dann natürlich später. Dann habe ich 2 Bücher neben mir liegen, die in nächster Zeit im gemeinsamen Lesen sozusagen starten. Das möchte ich einfach schon mal kurz mit besprechen. Und ich habe einen neuen Serientipp, den ich vor 2-3 Tagen entdeckt habe, sogar auf YouTube. Und noch allerlei anderen Krimsch. Und ich hoffe, dass es klappt heute mit dem Licht so, weil bei uns ist es ziemlich stürmisch, windig und regnerisch. Aber ich dachte, von dem Licht müsste das heute auf jeden Fall reichen. Und da ich die E-Books auch einblende, ja, sollte das gar kein Problem sein. Ja, gestartet wird mit Kein Himmel ohne Sterne von Michelle Schrenk. Ich durfte das Buch vorab lesen und meine Gedanken mit der lieben Michelle teilen. Ein wunderschönes Cover. Wie ich finde, habe ich mich sehr gefreut, dass ich es schon vorab erhalten habe. Und ich freue mich auch, Michelle dann in Leipzig zu treffen. Das zweite Buch, war dann Red Rising, Tag der Entscheidung von Pierce Brown. Wir haben ja die Red Rising-Reihe in einer kleinen Lesegruppe zusammengelesen, haben im Dezember gestartet, im Februar den zweiten und nun den dritten gestern am Freitag beendet. Und auch gestern Abend, Nacht beendet, habe ich dann Die Gerechte von Peter Swanson, ein Thriller, der mir von allerlei lieben Menschen empfohlen wurde und als der Thriller schlechthin. Und mehr dazu dann auf jeden Fall, wenn wir dabei sind. Aber ich denke, wir starten chronologisch mit Kein Himmel ohne Sterne von Michelle Schrenk. Wird Ende März, Anfang April erscheinen, hat ungefähr 200 Seiten und wird beim Einstieg dann 99 Cent kosten. Und es ist, ich glaube, das 6. oder 7. Buch von Michelle Schrenk. Ich habe so ziemlich alles bis auf ihre Kinderbücher gelesen und habe mich sehr, sehr gefreut, als die Anfrage von ihr gekommen ist, ob ich das Buch schon vorab lesen möchte, ob ich meine Gedanken mit ihr teilen möchte. Und das habe ich dann auch getan, denn ich habe das Buch ziemlich in einem Rutsch oder in 2 Rutschen am Sonntag gelesen, was natürlich jetzt bei 200 Seiten noch absolut machbar ist. Nicht nur, dass das Cover wunderschön ist, sondern auch die Story ist wirklich sehr emotional, wunderschön, überraschend, tolle Dialoge und ich bin hin und weg. Aber um was geht es denn eigentlich in dem Buch? Ja, wir sind in Nürnberg, im Grunde ja auch in der Heimatstadt von Michelle Schrenk, und wir treffen dort auf Emma, die nach Berlin gezogen ist, eine junge Frau, die so aktuell in der Beziehung ist und damit rechnet, dass ihr aktueller Freund ihr vielleicht einen Heiratsantrag macht. Sie aber spürt, eigentlich so richtig bereit dafür ist sie nicht, denn sie denkt immer so ein wenig an ihr Leben damals in Nürnberg und sie denkt an Yannick, ihren damaligen ersten Freund, die erste große Liebe, mit dem sie allerhand erlebt hat und eben nicht nur Positives. Und es da irgendwie einen Bruch zwischen den beiden gibt. Und Emma weiß, wenn sie in die Zukunft möchte, in ihre Zukunft möchte, dann muss sie mit Vergangenem aufräumen. Und so reist sie zurück in die Vergangenheit, nach Nürnberg, trifft dort auf ihre damalige beste Freundin und dann eben auf Yannick, der sich ein Leben aufgebaut hat, das Emma ein wenig überrascht. Und als sie ihn und er sie dann sieht, sind ebenfalls beide überrascht. Und was es mit den beiden auf sich hat, was das Geheimnis ist und was beide irgendwie verändert hat, das müsst ihr dann natürlich selbst lesen. Ja, die Bücher von Michelle Schrenk sind durchweg immer sehr emotional, sehr gefühlvoll, wunderbare Liebesbücher mit einer Botschaft, wie ich finde. Und es ist auch hier der Fall, dass wir ganz, ganz toll geschaffene Charaktere haben. Emma wächst einen direkt ans Herz. Man fühlt mit ihr, man freut sich mit ihr, man trauert mit ihr. Und man spürt eben genau, was irgendwie in ihr vorgehen kann, dass das eben einfach menschlich ist. Und man hat immer wieder das Gefühl, dass man mit Emma und ihrer besten Freundin auf der Couch sitzt und die Geschichte im Grunde irgendwie erzählt bekommt. Was auch durch den sehr leichten, flüssigen, aber dennoch tiefgründigen Schreibstil von Michelle Schrenk
auf jeden Fall wunderbar klappt. Und dann eben auch noch durch die Straßen von Nürnberg zu ziehen, die ich eben auch sehr gut kenne, dadurch, dass ich schon sehr, sehr oft dort gewesen bin. Und man denkt sich so, ach, ist das schön. Und man hat halt dann einfach gleich so Bilder vor Augen, man hat Landschaften vor Augen und man hat halt dann auch die Menschen einfach vor Augen. Denn das schafft Michelle Schrenk, finde ich, bis jetzt in all ihren Büchern, dass die Menschen zum Greifen nahe geschaffen sind und das macht mir unglaublichen Spaß. Auch diese ganze Geschichte, auch was es mit den Sternen auf sich hat und wunderbaren Zitaten von Michelle, hat man in diesem Buch so wunderbar an ganz, ganz tollen Stellen und toll formuliert und es packt einen, es nimmt das Herz und man reist einfach mit dem Herzen weiter und es ist wunderschön gemacht. Es ist sehr emotional, es gibt 2, 3 Wendungen, die ich gar nicht erwartet habe, die mich wirklich überrascht haben und die mich dann auch wirklich mit Tränen und einer Fixunfertigkeit sozusagen zurückgelassen haben. Es war wirklich großartig. Es war ganz, ganz tolle Geschichte. Auf für mich persönlich wenigen Seiten hat Michelle eine Emotionalität heraufbeschworen und wirklich einen ergriffen und mitgenommen, mitgerissen und begeistert. Und das finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Das hat Michelle unglaublich gut geschafft. Und ich freue mich, dann im Grunde auch das Buch nochmal in der Endfassung, insofern da noch jetzt große Veränderungen passieren, dann im Grunde auch in Händen zu halten, weil allein dieses Cover ist natürlich ein absoluter Traum. Es ist ein sehr klassisches Cover von Michelle Schrenk, wo wir immer diese Menschen in Schattierungen vor einem etwas bunteren Hintergrund haben und ich finde das hier wirklich, es passt auch perfekt zur Geschichte. Also ich kann mir nicht helfen, ich gucke dieses Cover an und denke, es ist einfach perfekt. Also das hat Michelle großartig gemacht, wirklich großartig. Bücherkino. Wer eben Emotionalität mag, à la Adriana Popescu, Colleen Hoover, der ist hier wirklich absolut richtig und wird auf jeden Fall seinen Spaß mit dieser wunderbaren Liebe-Lebensgeschichte haben. Also wirklich sehr, sehr gut. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. So auch das nächste Buch, was dann in einem ganz anderen Genre zu Hause ist. Denn wir haben ja, das habe ich letzte Woche schon erzählt, mit Red Rising 3 im Grunde losgelegt und haben Tag der Entscheidung von Pierce Brown gelesen und wir waren ja letzte Woche schon voll dabei und haben jetzt am Freitag den letzten Leseabschnitt gehabt. Ja, es ist ein unglaublich grandioser Science-Fiction-Roman und es ist eine der besten Science-Fiction-Trilogien, die ich je gelesen habe und das ist für mich ähnlich wie es letztes Jahr im Grunde die Passage-Trilogie so im Endzeit-Dystopien Fiebergefühl war, ein Lebensbuch, so wird auch Red Rising durch den Maßstab an Science Fiction nach oben setzen und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich packe euch die Bücherwochen zu Teil 1 und 2 auf jeden Fall in die Infobox, denn es ist natürlich schwierig, etwas über den dritten Teil zu erzählen. Wir sind ja hier im Grunde in der Zukunft, wir sind hier auf dem Mars unterwegs, wir treffen auf Darrow und seine Familie und die Welt dort ist eben unterschieden in verschiedenen Farben. Wir haben die Roten, die eben auf dem Mars stehen. Es gibt Pinke, es gibt Graue, es gibt Obsidiane und es gibt eben Goldene. Das ist eben die hohe Herrschaft. Und eines Tages bekommt Darrow im Grunde die Augen geöffnet durch einige Dinge, die mit ihm und seiner Familie passieren. Beginnt im Grunde damit, dass er erschüttert ist, was er in seinem Leben gedacht hat, was er in seinem Leben tut. Denn er ist Höllentaucher und verbringt seine Zeit eigentlich immer unter Tage, um eben das Leben auf dem Mars lebenswert zu machen und im Grunde lebbar zu machen. Und er erfährt eben, ja, das ist totaler Blödsinn, denn eigentlich leben schon alle irgendwo im Weltraum und die unterschiedlichsten Farben sind auch schon auf den unterschiedlichsten Planeten. Und damit beginnt so ein bisschen die kleine Revolution, denn man verwandelt Darrow in einen der Feinde sozusagen und möchte dann, dass er die Ausbildung durchgeht, dass er etwas Hohes wird in dieser Gesellschaft und dass er dann im Grunde die Macht von innen zerstört. Und das erleben wir in Band 1, 2 und dann eben abschließend auch im Band 3 und das ist einfach großartig. Pierce Brown hat eine Sprache, die mich gepackt hat, mich gefesselt hat, mitgerissen hat. Es geht rasant in dieser Geschichte zu. Man hatte schon im Band 1 das Gefühl,
100 Seiten sind in einem anderen Buch vielleicht 300, 400 Seiten. Er hat kurze, knackige Sätze, er hat das toll formuliert, er hat es genial rübergebracht und er hat es eben trotz dieser Kurzlebigkeit und dieser Schnelligkeit geschafft, Atmosphäre zu erschaffen, Gefühle zu erschaffen, Emotionen. Man hat sich in diese Welt hineingezogen gefühlt, man hatte sie vor Augen, man war dabei, man hat mit Darrow gelitten und sich gefreut. Es war eine Welt, die also fast unbeschreiblich ist, wie ich finde. Ich habe das auch noch nicht alles verarbeitet, deswegen fehlen mir da heute, glaube ich, auch noch die Worte. Denn mich hat diese ganze Trilogie wirklich mitgerissen und gerade der dritte Teil. Wer bei eins schon gesagt hat, brutal und es war auch sehr gewaltvoll und wir haben eben auch einen männlichen Protagonisten, dem wir folgen. Das hat man ja im Science-Fiction-Bereich schon häufiger, aber wenn man das so als Endzeit-Dystopie sieht, geht man ja eher mit weiblichen Charakteren voran. Und wir schaffen es eben hier, Darrow, einen grandiosen Charakter, der eine Entwicklung hinlegt in diesen drei Teilen und dann eben auch noch Menschen um sich herum, deren Entwicklung ebenfalls mitläuft, man erleben darf, man agiert mit den Charakteren im Buch und es war einfach großartig, es war ein tolles Leseerlebnis und der dritte Teil, also der hat mich wirklich an manchen Stellen sprachlos, wütend, traurig und total fix und fertig zurückgelassen und es war wirklich so, als dann gestern die letzten Seiten kamen, wo ich dachte, boah. Ich wusste mit meiner ganzen Energie, die ich durch diesen Band hatte, durch meine ganzen Emotionen überhaupt nicht, wohin damit. Und ich habe auch in den letzten Nächten sehr oft aus diesem Buch herausgeträumt. Es waren nicht immer schöne Träume, sondern manches darin erregt tatsächlich dann auch die Albträume. Und das war wirklich, es ging mir unter die Haut, es hat mich tief mitgenommen und es war, der dritte Teil war ja dann auch was um die 660 Seiten und es war wirklich Hammer. Es war großes Kino, es war eine unglaubliche Geschichte und es war ein Ende, was ich nicht hätte mir besser wünschen können. Ich hatte zwischendrin so meine Zweifel, in welche Richtung geht es, was bietet uns Pierce Brown als Ende an. Und es war ein überraschendes Ende, aber ein Ende, mit dem ich tatsächlich unglaublich gut leben könnte und mir dann selbst mein mir selbst gewünschtes Ende gar nicht mehr gewünscht habe, weil ich finde, Pierce Brown hat es perfekt gemacht. Es gab im dritten Teil zwei Momente, wo ich dachte, jetzt treibst du es doch sehr auf die Spitze und es wirkte da ein bisschen unnatürlich konstruiert, aber er macht das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, er macht das wirklich wett und es ist einfach eine Welt, in die man irgendwie schon gerne eintauchen möchte, aber nur als Besucher von außen, möglichst bitte nicht in diesen Kriegszustand und ich bin einfach hin und weg. Es war wirklich eine Trilogie, die ich jedem Science-Fiction-Fan mit so einem Hauch Fantasy wirklich absolut empfehlen kann, die mich wirklich begeistert hat und ja, auch gestern tatsächlich so sprachlos vor dem Ende hat sitzen lassen, wo ich dachte, und jetzt? Also das ist, ja, wenn man einfach so ein Meisterwerk in Händen hält, das ist dann wie bei der Passage-Trilogie letztes Jahr, habe ich das auch hier einfach gefühlt. Man fühlt sich erstmal so leer und irgendwie so ausgespuckt und fragt sich, ja, was soll denn da jetzt noch kommen? Also das ist natürlich der Nachteil an großartigen Büchern, dass man sich dann im Grunde immer wieder fragt, oh Gott, wo geht es hin? Und ich bin wirklich dankbar, dass ich den ersten Teil damals geschenkt bekommen habe und dass auch Paddy und Phil mir dieses Buch immer wieder empfohlen haben, immer wieder gesagt haben, lesen, lesen, lesen und ich darauf gehört habe und dass ich dann auch Band 2 und 3 vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe zum Rezensieren und ach ja, ich bin da einfach absolut begeistert, ich bin ein Riesenfan dieser Reihe und es wird ja einen vierten Teil geben und da bin ich sehr, sehr gespannt, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, was es sein wird, denn an sich ist diese Reihe tatsächlich schon irgendwie abgeschlossen, aber es lässt natürlich schon etwas zu, dass dann irgendwas noch aus dieser Welt erzählt wird, zumindest aus diesem Universum. Vielleicht nicht mehr mit den Charakteren, die wir kennen, aber irgendwas wird man da draus noch machen. Und ich mochte einfach wirklich den Stil von Pierce Brown, der manchen zu schnell ging. Und ich bin auch jemand, der es sonst ausführlich mag, der sonst wirklich Beschreibungen braucht. Hier, finde ich, hat er alles perfekt gemacht. Er hat es perfekt rübergebracht und er hat mir wirklich Freude bereitet mit dieser Trilogie und großes, großes Kino und wirklich eine absolute Empfehlung, wer Science Fiction mag und ja, eben auch so trotzdem dieses Endzeit-Dystopie und so einfach gerne hat und so das ein oder andere, ja, der
und der gerne mal auf den Mars reisen möchte, der ist hier absolut richtig und wirklich großes, großes Kino für mich. Und ich danke natürlich auch allen, die mitgelesen haben. Es hat wieder großen Spaß gemacht, sich über die einzelnen Leseabschnitte auszutauschen. Und ich freue mich immer wieder, dass sich so viele finden, die dann tatsächlich an einem Buch gemeinsam lesen. Ich finde, das bereichert mein Lesen. Und ich denke gerade, es wird unglaublich dunkel. Ich werde jetzt wohl doch mal das Licht anschmeißen. Und dann geht's cliffhangermäßig mit dem dritten Buch gleich weiter. Dank modernster Schnitttechnik musstet ihr jetzt auch gar nicht lange warten und ich denke, wir machen direkt mit besserer Beleuchtung und bequemerem Sitzen mit dem dritten Buch der Woche weiter, und zwar Die Gerechte von Peter Swanson, erschienen im Januar im Blanc-Vallée Verlag, hat etwas um die 420 Seiten und kostet broschiert 13 Euro. Und als E-Book war das Buch jetzt sogar einige Zeit reduziert oder im Angebot für 5 Euro, was ich wirklich einen ganz, ganz tollen Preis finde. Und ich da würde sagen kann, greift zu bei dem Preis. Zu allem anderen später. Ja, das Buch hat eine unglaublich gute Bewertung auf Blogs, auf Amazon und auch hier auf BookTube. Es war einer der Thriller, die jetzt in wirklich sehr, sehr vielen Videos und auch Blogs aufgetaucht ist und ich mich da direkt natürlich als Thriller-Fan begeistert drauf gestürzt habe und mich sehr beim Blanc-Vallée dafür bedanke, dass er mir zur Verfügung gestellt wurde. Das Buch erzählt mehr oder weniger die Geschichte von Ted. Dieser ist ein sehr, sehr reicher Mann. Er ist verheiratet, hat aber das Gefühl, dass seine Frau ihn mit dem neuen Bauarbeiter irgendwie betrügt. Und er macht sich jetzt eben Gedanken über die Scheidung und weiß noch nicht so recht, wie er das angeht. Und ist auf einen Flug, ich glaube irgendwo von England in die USA, und trifft dort auf eine junge, doch recht attraktive Frau. Und sie kommen irgendwie ins Gespräch, sie finden sich beide wohl irgendwie interessant. Und wir erfahren, dass es Lily ist. Und Lillys erster Gedanke ist bei all dieser Geschichte von Ted, hey, willst du deine Frau umbringen? Wenn ja, lass uns treffen und wir gucken dann mal, wie wir das anstellen. Ja, Ted ist natürlich so ein bisschen überrascht und weiß nicht so recht, was er davon halten soll, ob das ein Trick ist oder ja, beide begegnen sich dann wieder und planen den Mord von Teds Ehefrau und das Chaos nimmt sozusagen seinen Lauf. Es war eine schwierige Lesegeburt. Es war leider nicht der Top-Thriller, den ich erwartet habe. Es war noch nicht mal eine Top-Geschichte, die ich irgendwie erwartet habe. Es war für mich eine unglaublich merkwürdige, unlogische, profane Geschichte, die mir überhaupt keinen Spaß gebracht hat. Ich habe sie nicht abgebrochen, weil ich immer wieder auf den Moment gewartet habe, dass da irgendwas kommt, was dieses Buch noch zum Thriller macht. Und es gibt Wendungen und Plot-Twists, die total an den Haaren herbeigezogen sind. Es gibt Dialoge, wo man sich fragt, und das sind jetzt erwachsene Menschen. Diese erwachsenen Menschen tun Dinge, die ich noch weniger verstehen kann, und es war einfach schrecklich. Es tut mir echt leid, dass es so chaotisch klingt. Dieses Gefühl habe ich aber tatsächlich auch beim Lesen zum Teil gehabt. Wir haben hier, haben hier verschiedenste Perspektiven und man weiß auch immer, wer man ist. Das hat Peter Swanson, ich glaube, als einziges wirklich gut hingebracht, dass die Perspektiven gut gewählt sind, wenn auch manchmal etwas fraglich. Aber dass man immer weiß, wer man ist, was ist die Intention irgendwie dahinter. Und was dieses Buch für mich aber einfach zu keinem Thriller macht, ist, dass einfach der Thriller fehlt. Für mich ist dieses Buch irgendwie eine Mischung aus Roman, Drama, ja, vielleicht noch nicht mal Drama, und irgendwie eine Mischung zu einem Krimi. Also für mich fehlt der absolute Thriller-Anteil in dieser Geschichte und ich weiß nicht, wie dieses Buch ein guter Thriller sein kann, denn das ist es für mich einfach nicht. Überhaupt nicht. Denn mir hat wirklich dieser Thriller-Moment, diese atemlose Spannung, diese Bilder im Kopf, dieses wir tauchen in die Tiefen einer Seele, in das Böse irgendwie ein
Und dieses Gefühl, dass man das Böse auch noch gut findet, was für mich einen guten Thriller ausmacht, hat mir hier komplett gefehlt. Das gibt es gefühlt überhaupt nicht. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Krimi-Fan. Vielleicht hätte es mir besser gefallen, wenn ich Krimis gerne lese. Deswegen möchte ich da gar keinen Vergleich zu irgendeinem Krimi anstellen. Aber dieses Buch, das strotzt vor Dummheit dieser Menschen, die Teil dieser Geschichte sind, vor einem Selbstbewusstsein, einem oh, schrecklich. Es waren total dumme Charaktere, die Dinge tun, die dumm sind, die nicht nachvollziehbar sind, die zum Teil total an den Haaren herbeigezogen sind und man sich fragt, und solche Menschen sollen tatsächlich auf unserer Welt draußen herumlaufen. Ich fand es wirklich schrecklich. Ich konnte weder mit Ted was anfangen, noch mit Lilly, noch all den anderen Charakteren da drin. Es gibt ab der Mitte mal einen Charakter, den ich ganz okay fand, der sich aber auch wieder in eine Richtung entwickelt hat, wo ich dachte, oh nein, ah. Und ich manchmal einfach nur schreien wollte. Ich habe ganz oft Kopf geschüttelt, ich habe das Buch ganz oft imaginär sozusagen zugeschlagen und mir gedacht, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Und ich, ah, nein, es war überhaupt nicht mein Buch. Nicht nur, dass die Charaktere doof sind, nein, auch der Schreibstil, der war so einfach, der war so profan und es werden Wendungen an den Haaren herbeigezogen, es passieren Dinge, es gibt Dinge, die ich ein absolutes No-Go halte in einem Buch und Wendungen, die einen vielleicht überraschen, wenn sie stilistisch irgendwie okay wären, aber ich mich schon gefragt habe, was soll denn dieser Mist? Also mir hat dieses Buch leider überhaupt nicht gefallen. Es hat mir nichts ansatzweise gegeben, was mir ein guter Thriller eigentlich geben sollte, könnte, müsste. Ich fand es wirklich nicht gut. Ich hatte so 2-3 Momente, in denen ich es auch am liebsten abgebrochen hätte, aber ich eben immer wieder darauf gewartet habe, dass doch noch irgendwas kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ende war dann eigentlich nur noch zum Schreien. Ja. Ich kann dieses Buch leider nicht empfehlen und ich fand es wirklich nicht gut. Es tut mir leid, ich wollte, dass es mir gefällt. Vielleicht war es auch einfach der falsche Moment, nach einem Wahnsinns-Fitzek dieses Buch anzufangen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach für mich kein Thriller und ich hatte mir da was ganz anderes erwartet. Ja, mehr, ja. Ich werde auf jeden Fall nicht zum Erstlingswerk von Peter Swanson greifen, weil was er da niedergeschrieben hat, fand ich wirklich traurig. Also, dass das, ja, und dass das auch noch so gute Bewertungen bekommt, finde ich auch echt unglaublich. Ja, vielleicht habe ich einfach ein anderes Verständnis für einen Thriller. Das kann natürlich durchaus sein und, ja, damit muss ich jetzt einfach leben. Aber widmen wir uns den schönen Dingen der vergangenen Woche. Unter anderem gab es ja ein Kingsiana-Hangout und ja, wir vier hatten einen tollen Abend und es waren ganz, ganz viele Zuschauer mit im Chat dabei. Das hat mich unglaublich gefreut. Es war ein toller Austausch, es waren rege Gespräche. Unser Plan wurde teilweise durcheinander geworfen, weil wir dann doch auf andere Themen eingegangen sind. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Wer unseren Hangout verpasst hat, guckt mal in die Infobox, da packe ich euch das Video natürlich auf jeden Fall einmal rein und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Kingsiana Hangout. Vorher freue ich mich aber auf das nächste Autoren-Hangout. Das wird nämlich am Dienstag in einer Woche sozusagen am 28.03. sein. Und zwar habe ich hier den Autoren und ja, reiselustigen Erik Lorenz bei mir. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe ja schon 2 Bücher von ihm gelesen. Das dritte folgt jetzt in der Woche. Und ich bin mega gespannt, was er mir von der Welt ein bisschen erzählen wird. Haltet euch also den 28.03. frei. Abends 19.30 Uhr wird dann Erik Lorenz da sein, der dann nicht nur über sein Leben als Autor sprechen wird, sondern eben auch als Reisender auf unserer Welt und ich bin mega gespannt und freue mich sehr, dass er dabei ist. Dann habe ich letzte Woche eine neue Serie entdeckt und ich kann euch noch nicht mal mehr sagen, wie ich richtig drauf gekommen bin. Ich habe 1-2 YouTuber über diese Serie sprechen hören und dachte mir, da guckst du einfach mal rein. Und zwar nennt sich die Serie Wishlist und diese Serie gibt es auf YouTube. Ja, es gibt tatsächlich eine Serie auf YouTube. Ich wäre da nie drauf gekommen. Also ja, auf jeden Fall dachte ich, da guckst du einfach mal rein und die Folgen gehen so 15 bis 20 Minuten und ich habe, glaube ich, jetzt 8 Folgen schon gesehen. Also wie ihr seht, es ist wirklich auch bis jetzt zumindest eine Empfehlung von mir. Ja, Wishlist ist eine App,
die sich irgendwie eben bei den Leuten gemeldet hat und man darf da Wünsche abgeben. Man muss aber für diese Wünsche etwas tun. Also wir haben hier als ersten Wunsch, ich hätte gerne einen rosa Elefanten. Die Hauptcharakterin in der Geschichte wünscht sich einen rosa Kuschelelefanten. Und dann wird berechnet ihre Aufgabe, was zu tun ist. Und dann bekommt sie, ja, hallo, ich bin Wish. Tue in der und der Straße die Mülleimer vom Haushof vor die Tür schieben. Und dann, das tut sie tatsächlich. Und dann dauert es nicht lang, dann steht ein rosa Elefant bei ihr im Zimmer. Und das ist unglaublich creepy, aber total spannend, was diese App mit Menschen macht, was sich Menschen wünschen, was sie bereit sind zu tun für einen Wunsch. Und das ist echt schon heavy. Und wir haben hier verschiedenste Jugendliche, unterschiedlichste Ideen, Gedankengüter, wie auch immer. Also wir haben hier auch eine Blondine, die Beauty-YouTube macht. Und wir haben so den anschmachtenden Jugendlichen, der alle Mädchenherzen bricht. Und wir haben den coolen Zocker, wir haben den etwas schüchternen, spießigen Jugendlichen. Also wir haben hier verschiedenste Charaktere, die irgendwie doch alle in einem Boot sitzen und es passiert unglaublich viel in diesen 15 Minuten und es ist spannend aufgebaut. Ich finde auch, natürlich sind die Schauspieler keine hochrangigen Namen, keine Frage, das möchte ich jetzt auch, also na, ich finde die Schauspielkunst könnte natürlich besser sein, aber das ist gar keine Erwartungshaltung, die ich habe, weil ich das tatsächlich so, dieses etwas, es wirkt wie aus dem Leben gegriffen, macht mir unglaublichen Spaß, auch diese Kameraführung und die Schnitttechnik und man, es wirkt eben nicht professionell, aber dadurch irgendwie gut, versteht ihr, wie ich das meine? Also mir hat diese Serie bis jetzt, es waren 7, 8 Folgen wirklich gut gefallen, ich werde da auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ich glaube, es ist jetzt in Überlegung, auch irgendwie eine zweite Staffel zu produzieren. Also ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Mir hat es Spaß gemacht. Vielleicht kennt ihr ja die Serie sogar oder kennt andere Serien auf YouTube. Dann natürlich einfach mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das irgendwie jemand vielleicht schon mal gesehen hat. Dann kommt in der nächsten Zeit ja das ein oder andere gemeinsam Lesebuch zustande. Und da wollte ich jetzt einfach schon mal ein bisschen was erzählen, damit ihr noch ein bisschen Zeit habt, euch vielleicht die Bücher zu besorgen, wenn ihr sie noch nicht auf dem Sub habt. Die Einteilung für Silo aus unserem gemeinsamen Leseclub ist online gegangen. Wir starten am 27. März. Das ist der Montag nach der Buchmesse, haben wir absichtlich so gewählt, weil eben zwei Mitbegründer des Leseclubs auf der Messe sein werden und wir auch dachten, dass so viele Mitleser auf der Messe vielleicht sind und auch nur einen Tag und es wäre einfach schade, wenn wir nicht alle dranbleiben könnten. Ja, die Einteilung ist vorgenommen. Wir lesen vom 27. bis zum 5. April. Und ich freue mich sehr darauf. Also Silo ist ja auch so ein Endzeitbuch. Es ist, heißt hier, intensiv, mitreißend, süchtig machend. Ein Roman, den sie nie vergessen werden. Es ist auch, glaube ich, eine Trilogie. Auch schon abgeschlossen, wenn ich mich nicht irre. Und es heißt hier, seit Generationen leben die Menschen unter der Erde. Was aber, wenn die Verwüstung der Erde eine große Lüge ist? Was, wenn das Leben im Silo nicht das ist, was es zu sein scheint? Was, wenn der Blick nach draußen nicht durch eine Scheibe, sondern auf einem Bildschirm fällt? Dann wird Neugier lebensgefährlich. Selbst für Juliet, die für die Sicherheit im Silo verantwortlich ist. Es klingt nach einer tollen Endzeit-Dystopie. Ich freue mich drauf und ich finde auch den gelben Buchschnitt total cool. Habe ich damals in Nürnberg, es war glaube ich ein Booktuber-Treffen in Nürnberg, für 5 Euro ergattert bei Hugendubel. Und freue mich sehr, dass es das Leseclub-Buch für den März wurde. Und im April geht es dann weiter mit dem nächsten Dan Simmons-Buch. Wir hatten ja im Januar Terror zusammen gelesen. Dazu gibt es auch ein Hangout, den ich euch in die Infobox packe. Und ich glaube, Dan Simmons hat viele von uns wirklich sehr, sehr begeistert. So lesen wir jetzt im April dann auch Druid. Auch hier ist die Einteilung schon im Grunde vonstatten gegangen. Und ich glaube, wir starten am 8. April, wenn ich mich nicht irre. Ich versucht habe, da so ein bisschen Platz zwischen zu schaffen. Weil zwei Bücher zu lesen, die eingeteilt sind, finde ich unglaublich schwierig, weil ich dann ja teilweise vielleicht noch ein drittes Buch anfangen müsste, wie auch immer.
und das eigentlich vermeiden möchte. Dementsprechend, ja, fängt das eben danach an und es ist, ich glaube, auch mit 20 Einteilungen oder 18 irgendwie, es sind doch einige Leseabschnitte und es hat ja auch fast 1000 Seiten. Ich freue mich auf Drood. Was ja, also hier heißt es auch ein einzigartiges Buch, denn Simmons macht aus Charles Dickens letzten Lebensjahren einen atemberaubenden historischen Roman. Und auch hier wird wieder historischer Roman meets Fiction irgendwie zueinandertreffen. Es klingt auch mega spannend, denn wir sind in London im Jahr 1865. Bei einem dramatischen Eisenbahnunglück finden etliche Menschen den Tod. Unter den Passagieren, die die Katastrophe überleben, ist der bekannteste Schriftsteller Englands, wenn nicht der ganzen Welt, Charles Dickens. Nach dem Unfall ist Dickens nicht mehr derselbe. Immer öfter taucht er in die Londoner Unterwelt ab, besessen von einem mysteriösen Mann namens Drood, dem er an der Unglücksstelle begegnet ist. Aber ist dieser Drood überhaupt ein Mensch? Und ich bin mega gespannt darauf. Also Charles Dickens und Thorsten hat so viel daraus versprochen. Ich bin mega gespannt auf dieses Buch, auf diese Geschichte. Ja, meine Ausgabe sieht ja schon ein bisschen zerfludert aus. Hier ist, glaube ich, sogar ein Bild. Es müsste sogar Charles Dickens sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, und ich freue mich mega darauf. Auch wieder aufs Zusammenlesen und freue mich da jetzt im Grunde auf die nächsten Wochen, wo wir das lesen. So viel sei gesagt, für Mai ist schon in Planung, dass Stephen Kings Der Anschlag gelesen wird. Da habe ich auch schon mal eine Gruppe eröffnet, beziehungsweise die berufene Gruppe umgewandelt aus Februar. Ich packe alle Gruppen natürlich in die Infobox. Wer Lust hat, bei Drood dabei zu sein, bei Silo dabei zu sein oder auch beim Anschlag, guckt einfach mal in die Infobox. Der Anschlag ist aber noch nicht eingeteilt. Beziehungsweise werden wir das wirklich so am 1.2. Mai dann starten, was ja dann auch meine erste Urlaubswoche ist. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich freue mich sehr darauf. Und es wird auch nicht unser letzter Dan Simmons sein. Mich reizt ja noch sehr Der Berg. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, eher ein Winterbuch. Beziehungsweise gibt es dann noch Flashback, was ich super spannend finde und noch ein Buch, aber ich habe jetzt natürlich wieder mal den Namen vergessen, wie immer. Ansonsten in der vergangenen Woche war vom Wetter her wirklich super, es war ja sehr frühlingshaft, ich war viel im Garten unterwegs, auch ein, zweimal ein paar Runden spazieren, hat mir unglaublich gut gefallen und gut getan und heute ist es natürlich, es ist kaum Samstag. Berufstätige hätten Zeit rauszugehen, ist es dann regnerisch und stürmisch und nicht so schön, aber so ist es natürlich. Ne? Welche Bücher werden jetzt als nächstes von mir gelesen? Ich habe vor, Jack zu lesen, ein Buch, das ich zusammen mit Paddy und Thorsten lesen werde. Da geht es irgendwie so ein bisschen um Zeitreise und um John F. Kennedy, Jack the Ripper. Das zweite Buch vom Autor ist dann John F. Kennedy. Nein, es geht hier um Jack the Ripper, deswegen glaube ich auch Jack. Wenn ich mich nicht irre, ein Thriller, der tatsächlich gar nicht so gute Bewertungen hat, wir dennoch gespannt sind und neutral und objektiv darauf lesen werden. Dann möchte ich lesen Infernale 2, Rhapsody in Schwarz und dann möchte ich auch lesen das dritte Buch von Eric Lorenz, das wird bei mir sein, China, wie wir es sehen und das ist halt so schön. Dadurch, dass es halt verschiedene Leseabschnitte an sich hat, weil ja da immer die verschiedensten Perspektiven von Menschen gezeigt wird, die eben in China leben, die durch China reisen, die hingezogen sind oder sonstiges. Und da kann man natürlich immer schön mal so eine Geschichte auch zwischendurch lesen, was ich gerade auch in der Spätschichtwoche immer ganz gut finde. Denn ich habe nächste Woche eine Spätschichtwoche, das heißt, ich arbeite bis 7:30 abends, außer freitags. Da habe ich nur einen kurzen Tag, da werde ich nur bis 2 Uhr, kurz vor 2 arbeiten, auch nur einen 6-Stunden-Tag, weil ich ja mich dann ein bisschen fertig machen möchte für die Leipziger Buchmesse, mich so ein bisschen darauf vorbereiten möchte. Es muss Reisetasche, alles gepackt werden, eingekauft. Ich möchte auch Freitag auf jeden Fall die Bücherwoche drehen, in der Hoffnung, dass ich den Großteil der Bücher dann eben auch mehr oder weniger beendet habe. Ich denke, wenn beim Eric Lorenz Buch ein, zwei Kapitel fehlen, dann ist das nicht so tragisch. Deswegen wird es auf jeden Fall eine Bücherwoche geben. Ich denke dann sogar schon am Samstag, weil ich die Freitag drehen werde und dann auch am Samstag früh hochladen lassen werde. Und ich möchte auch diese Woche neben dem Neuerscheinungsvideo für die Bücher aus April auch ein kurzes Infovideo machen zur Leipziger Buchmesse. Es wird dann am Donnerstag kommen, das drehe ich jetzt mit. Und ich denke, da werde ich dann alle Infos so ein bisschen reinstreuen. Haltet da also die Augen auf. Es gibt auf jeden Fall eine Bücherwoche und
die natürlich ein bisschen eher diesmal dann kommt. Für alle die, die dann eben nicht auf der Leipziger Buchmesse sind, denn all die anderen werden das Video ja dann erst später sehen. Aber ich denke, das war es so im Großen und Ganzen auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Und mich würde natürlich interessieren, welche Bücher habt ihr so gelesen in dieser Woche? Was gibt es da zu erzählen? Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.